Hallo, hallo, hallo zum Nagelkunstradio Teil 2 von Teil 1. Ich muss mich entschuldigen, dass ich das abrupt abgebrochen habe, weil es ist mir wieder was ins Video gecrashed, so kurz vor Ende eigentlich, wo eine weitere Sequenz mit drangehängt werden sollte an Filmchen und es hat leider nicht geklappt. Ja, manchmal kommen Dinge unerwartet und dann muss man natürlich als Mutti parat sein, als Freundin parat sein und, was auch immer das jetzt war, spielt keine Rolle. Ich möchte aber jetzt hier weiter fortfahren, was ich eigentlich vorhatte. Und zum anderen habe ich mir so gedacht, naja, es war ja fast eine halbe Stunde. Farbenluschern in der Region Rot, alles, was mit Rot zu tun hat. Wenn euch das ja gefallen hat, dann würde ich sogar jetzt in die nächste Kategorie irgendwann demnächst reinrutschen wollen. So alles, was lila und Beere ist. Also das sind ja auch meine Farben. Und da zeige ich euch einfach, was ich da auch so in meinen Schubladen habe und was meine Favoriten sind und was vielleicht so Scheißerchen sind, die ich nicht mag. Immer so eine Sache, ob ich die tatsächlich dann aussortiere, ist immer so eine offene Geschichte. Aber ich glaube, den einen oder anderen ist es ein Interesse, das zu sehen. Und mir geht es da nicht anders, dass wenn wirklich mal so Farbfamilien gezeigt werden, dass ich wirklich auch mit dem Stift und mit dem Block daneben sitze und dann Dinge notiere und danach suche. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn was verlinkt wird, aber da wisst ihr, bin ich ein bisschen faul, gell? Ich bin da ein bisschen faul, aber ich tue, was ich kann und ja, ansonsten müsst ihr, wer sucht, der findet, spielen, genau. Ihr habt ja dann den Namen oder die Farbnummer, versuche ich immer zu zeigen. Bei Born Pretty ist ein bisschen schwierig, weil das immer Sets waren, die zusammengestellt waren. Aber auch da wird man fündig, keine Frage. Ich gebe mir die größte Mühe. Bei Fragen bitte stellt sie in den Kommis und ich bin immer gewillt und bin immer eigentlich relativ auf Zack, das auch gleich zu beantworten. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Und wenn ich das tatsächlich mal so habe, dass ein Kommentar mir wegrutscht, ich nicht wirklich mehr im Gedächtnis habe oder ich ihn irgendwie geparkt habe und nicht mehr wieder dran gedacht habe, dann bitte seid mir da nicht böse, schreibt mich ein zweites Mal an oder schreibt mich per E-Mail an und dann beantworte ich das auf alle Fälle, weil dann habe ich es gespeichert. Die Menge der Kommentare wird immer schwieriger auf YouTube zu bändigen und damit klarzukommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Deswegen, wenn ihr so direkte Fragen habt, nutzt bitte meine E-Mail-Adresse. Ist in der Info und ist unterm Video. Eine von beiden ist immer irgendwie verlinkt. Nutzt die gerne und schreibt mich da an. Ich glaube, viele können schon bestätigen, dass ich on point nicht mehr, aber doch recht zügig antworte. Genau. Ja, was hat Andrea schon dann heute vor? Ja, also ich hatte vor, heute ein bisschen zu räumen und dann sieht das hier nicht mehr so nach Nageldesign aus. Gut, das zählt noch für Nageldesign. Mein Bitständer steht hier noch, da wollte ich auch mal drüber bürsteln, weil ich hier solche Rückstände von Gummigel dran habe, glaube ich. Das war dieses Gummierte, muss ich nochmal mit einem Bohrerbürstchen drüber gehen. Was ist ein Bohrerbürstchen? Für die, die das nicht wissen, es gibt zwei Varianten von Bohrerbürstchen. Kommt übrigens wieder aus der Zahnmedizin. Es gibt inzwischen diese Nylonbürstchen, wobei ich die mit Kupferdrähten irgendwie besser finde, weil hier passiert nicht viel. Normalerweise ist es sinnvoll, vorher nochmal in ein Ultraschallgerät zu geben, damit das aufspringen kann. Hier steuert ihr quasi die Stärke drüber. Ach doch, ich krieg's ab. Okay. Macht doch einen ganz guten Job, weil ich habe erst überlegt, die Neugierde halber, ein Nylon-Bohrerbürstchen oder das Kupferne, was ich von Berufswegen her noch kenne, zu nutzen. Wobei ich jetzt sage, dass das mit dem Kupfer einfach schneller geht. Aber gut, ich habe den jetzt hier, da muss ich damit leben, ne? So, genau, das sind so Sachen, die mache ich so zwischendurch mal. Das ist dann so Aufräumen und Reinigung. So, okay, den habe ich neu. Habe ich den mal gezeigt? Habe ich das geunboxed? Ich glaube nicht. Der ist neu. Und da bin ich gespannt, was der von Abrieb hat, weil der kommt tatsächlich von Shein. Also von der Optik her macht mir die Verzahnung nicht wirklich einen guten Eindruck, aber ich muss den noch testen. Mit dem arbeite ich immer, falls jemand interessiert. Das ist mein schon immer Bit. Genau. Welchen benutze ich auch noch oft? Den hier benutze ich oft. Also ich stehe total auf die Keramikteilchen. Erst habe ich gedacht, ob das was ist, ne? Dann meine Nagelhautbits, das neuerer inzwischen. Auch über Shein. Muss ich noch auf Herz und Nieren niesen. Herz und Niere checken. Aber eigentlich ist mein Liebling immer diamantiert in allen Stärken. Und ja,
So sieht mein Bithalter aus. Ein Löchelchen habe ich noch, alles andere ist belegt, aber das ist halt mit der Zeit. Ja, genau, füllt sich das. Wobei das ist schon abgenutzter hier. Der hat auch sein Steinchen schon verloren. Also ich brauche dieses Steinchen nicht. Man kann sich jetzt ein neues draufkleben, aber ich finde es Quatsch. Er soll ja was tun. Er soll ja nicht schön sein. Er soll einfach nur was tun und er tut es. Genau. Ja, das sind so meine. Habt ihr die auch mal gesehen? Ich glaube, ich bin da noch nie näher drauf eingegangen, nicht wahr? Also wenn ihr da irgendwie Bürstchen, Polierer, das sind alles solche, diese Steinchen sind immer toll für Hautgeschichten, Nagelhautgeschichten und ja, genau. Ja, ich benutze die, glaube ich, alle. Alle immer mal wieder. Genau. Übrigens, wer es noch nicht weiß, stelle ich her nach Wunsch, nach Maß, nicht, das ist das einzige Maß. Bithalter nach euren Farbvorstellungen, Glitzer, Schnickschnack, Gedöns, bitte mich auch da kontaktieren. Ich muss mal wieder Werbung machen, ich habe nichts zu tun, ich langweile mich. Gell? Das möchte ich mal sagen. Ich langweile mich. Her mit euren Aufträgen. Mischplatten, Bithalter und Tippständer. Ja, also bitte schaut euch bei Insta vor allem um. Da sind viele, viele Designbeispiele, was alles so zu bekommen ist. Auch in diesen kleinen Leisten, wo diese Stories als, wie nennt man das denn da, die Leiste? Highlights, glaube ich. Mein Highlight. Da ist auch viel verlinkt. Da guckt bitte rein und kontaktiert mich gerne. Und wenn es, habe ich auch schon oft gesagt, wenn es solche Sonderwünsche sind, die ihr nicht in Wort verfassen könnt und ihr müsst es eigentlich persönlich mit mir klären, dann bin ich donnerstags nachmittags von 15 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar. Da schreibt ihr mich aber bitte auch an und dann gebe ich euch meine Telefonnummer bekannt. Genau. So, damit ist das auch geklärt. Dann habe ich liebe Grüße. Da ist mein Tassenwärmer. Der ist tatsächlich jetzt wieder an und ich trinke jetzt erstmal auf uns. Prost, der ist schon übrigens Fantasse, gell? Denkt dran, wer Fan ist von meinem Kanal, der braucht dieses Tässchen, damit wir imaginär zusammensitzen können und Käffchen trinken und Täschchen. Man kann auch Wasser reinfüllen und Saft. Ist vielleicht dann nicht mehr so traditionell. Aber bitteschön, tut euch keinen Zwang an. Ich trinke auf uns. Und ihr seht, das ist kein Kaffee. Also man könnte jetzt noch meinen, es wäre ein Milchkaffee. Nein, es ist ein super leckerer Tee in Richtung Zimt. Ja, Zimt wärmt übrigens schön von innen. Ein Seelenschmeichler. Und das aus dieser Tasse. Und ja. Er bleibt warm, er wird nicht abkühlen heute. Ich habe ein bisschen was zu tun. Genau, ja. Ich habe ein bisschen was zu tun. Und zwar habe ich mir etliche Videos durchgesuchtet, wo es eigentlich nur um Stamping-Schablonen geht und Stamping und Aufbewahrung. Und Aufbewahrung ist quasi heute mein Thema. Und ich nehme euch dazu jetzt mal mit zum Aufbewahren. Ihr kennt meine Aufbewahrung. Ich habe das alles in meinem ja, in meinem IKEA-Trolley. Sorry wegen Werbung und Markenname. Ist aber klar, Werbung steht da oben in der Ecke. Ich stehe dazu, es ist halt so. Das ist mein erster Trolley und den habe ich ja, in erster Linie für zwei Etagen hergenommen für mein Stamping-Krimskrams. Und in der letzten Etage ist alles, was Pigmente ist. Ich hatte mal ein Video gezeigt darüber, schaut da gerne rein. Vielleicht setze ich es hier rein oder in die Infobox als Link. Keine Ahnung, welches Video das jetzt noch war. Ah, ich weiß es wieder. Es war die Roomtour nach meinem Umzug. Genau, da seht ihr auch meine Trolli-Trollis. Bei mir heißen die Teile nicht Servierwagen, sondern Trolli, Nailart-Trolli. Hört sich dann ein bisschen sportlicher an. Ja. Und ich möchte mich heute mit meinem Stamping-Aufbewahrungsmodul beschäftigen, weil es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht und ich fange jetzt mal an, ein bisschen umzustrukturieren. Warum gefällt es mir nicht? Ich habe es mal erwähnt. Dieses da. Ich hatte mich so gefreut, als das kam, weil hier passt so viel Plattenkram rein. Ja, und auch hier mit Fächerchen und so, ja. Aber es ist halt wieder keine Qualität, wie wir es aus Deutschland gewöhnt sind. Darf ich das eigentlich noch sagen? Ja, ich sag das einfach. Also ja, der Reißverschluss ist grottenschlecht. Der hat relativ schnell, ihr seht es, gefressen. Gefressen, sage ich dazu. Der hier geht noch, aber auch hakelig. Ja, jetzt könnte man den irgendwie mit einem Wachs behandeln. Aber das ist halt scheiße. Ich sag's, wie es ist. Es ist echt einfach nur scheiße. Ja, ich krieg das nicht mehr zusammen. Der nimmt die Zähne nicht mehr auf. Und das ist dann so ein Reißverschluss der schlechtesten Sorte. Ja, also jetzt geht's und dann geht's hier schon wieder auf. Seht ihr das? Es ist zum Heulen. So schade, weil ich habe das so gefeiert, ne? Das ist der große und dann habe ich ja hier in meinem Trolley diese kleineren.
Und die sind echt total easy und einfach, weil die sind nur ausgeschnitten, Lasche dran mit einem Druckknopf. Und ja, hier habt ihr auch viel Volumen, hier passt einiges rein. Ich glaube, die habe ich auch komplett alle belegt. Hinten vorne, ja, so gut wie. Und ich kriege da immer einen Schreck. Ich gucke meine Platten durch und denke, ah, die hast du auch, ist das deine? Wisst ihr so? Also man ist sich nicht mehr bewusst bei der Menge, was man eigentlich besitzt. Ja, so ist es. Was soll ich sagen? Ich stehe dazu. Weihnachtlich ist es hier ein bisschen, ja. Und die fand ich dann jetzt wieder vom Preis. Und hier ist nichts kaputt gegangen bisher. Hier ist nichts eingerissen. Ich finde sie eigentlich immer noch nach wie vor süß. Und ja, der ist wirklich komplett voll und das hält das auch aus. Und ja, also günstig kann auch gut sein, ja. Aber ich habe die dann halt im Trolley so stehen. Also wie gesagt, schaut euch das Video an, dann könnt ihr es genauer sehen. Ich möchte das jetzt nicht nochmal durchgehen. Dann habe ich hier noch, das waren meine ersten Stamping-Platten, habe ich euch mal vorgestellt. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Und ja, und alles andere habe ich quasi in Kästchen. Also, und das gefällt mir halt auf die Dauer nicht mehr. Hier sind meine Stamping-Utensilien, Stamper und Scrapper drin, einfach in der Kiste. Dann habe ich hier meinen Abroller hier auch fixiert. Oh, schon wieder Haare von mir. Oh, ist das peinlich. Ich und meine Haare. Mir fallen im Moment wieder ganz viele aus. Das heißt, der Winter kommt. Ich kriege da auch so Winterfell. Man kann sich viel einbilden. So, da ist die Rolle. Die habe ich nicht auf dem Tisch. Ich mag nicht so viel auf dem Tisch stehen haben. Habt ihr das auch? Also ich mag es nicht so schnell überladen. Deswegen Patterfix und ab in den Trolley rein, fixiert. Und ja, meine Güten. Entweder rollt man das da ab oder man holt sich es dann, wenn man es braucht, an den Tisch. Und hier, das ist so. Das ist auch das, was ihr im Video bei vielen anderen Nageldesignerinnen auf YouTube seht. Die sind dann so in Karteikartensystem übergegangen. Das hier ist so ein einfacher Briefhalter von meinem alten Schreibtisch. Da habe ich dann erstmal immer die drinne, die ich gerade benutzt habe. Die waren dann erstmal hier rein, Zwischenstation. Dann habe ich hier die Moira, die habe ich hier halt auch drin, weil da haben sie einen guten Stand. Und ich hatte, muss ich jetzt sagen, es geht jetzt in Hatte über, diese Plus Joyce. Plus Joyce, keine Ahnung, das sind ja auch diese großen. Von denen brauche ich einfach unbedingt noch ein paar mehr. Ich finde die so toll. Ja, ich muss mich mal hier wieder in der stillen Stunde mit dem Kaffee hinsetzen und alles durchgucken, was ich mal wieder benutzen sollte. Könnte, wollte, die ist neu. Ja, die ist neu. Ist noch verpackt. Hubla. Das ist auch eine meiner ersten gewesen. Hier habe ich tatsächlich Eulchen drauf. Ja, ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich habe. Ich schäme mich ja auch ein Stück weit. Kann mal bitte einer sich mit mir schämen? Ich schäme mich. Nein, ich schäme mich nicht. Wenn ich bei meinem Mann in die Garage gehe und da mir seine Werkzeugschränke angucke, dann beruhigt mich das wieder. Jawohl. Genau. Das möchte ich ändern und ich zeige euch jetzt, wie ich das ändere. Ändere. Damit wisst ihr, was hier jetzt noch das Thema ist. Und zwar möchte ich, wie es viele, viele andere Ladies auch machen und auch zeigen, und ich finde es super, super ordentlich und schnell. Ich wollte erst alles in die Schubladen an meinem Schreibtisch verlagern und damit eine Schublade komplett füllen. Und ich versuche es umzugestalten, sodass ich es doch in meinen Trolley reinbekomme. Das kann sein, dass meine Pigmente unten rausfliegen und einen neuen Platz bekommen, aber ich möchte es gerne im Trolley haben, weil ich liebe es, diesen Trolley hin und her zu schieben. Und dafür aber halt noch ein Fach übrig zu haben für meinen Schreibtisch, also für meinen Nageltisch. Schreibtisch. Prösterchen! Ah, der ist so lecker. Ja, um System reinzubekommen, habe ich mir Folgendes geholt. Das war ein Einkauf bei Shein. Ich habe ihn euch nicht gezeigt, weil es nur um solche Dinge ging. Ich habe gedacht, das interessiert keinen Mensch, solange nicht Nail Art dabei ist. Und zwar sind das diese Halterungen, Aufbewahrungssysteme für Lidschattenpaletten. Ihr wisst, diese Teilchen oder ja, eher Lidschattenpaletten, die man dann hier so reinfächert. Das Ganze habe ich mir viermal eingekauft. Ich fand es auf Amazon viel zu teuer und habe dann auf Shein geguckt und da bin ich auch fündig geworden. Ihr kriegt die mit Sicherheit auch auf diesen anderen Plattformen. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Vier Stück habe ich erstmal geordert, in der Hoffnung, dass es
dass es reicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, und dann kommt halt hinzu, dass ich mir überlegen muss, wie sortiere ich das? Ich könnte jetzt die Platten einfach reintun, das möchte ich nicht. Ich gehe dann auch wieder nach Themen. Bei den Themen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Weihnachten ist klar. Und dann hört es auch schon auf. Dann hört es auch schon auf. Ich weiß es nicht, ob ich Blumen und Blätter machen soll oder ob ich, ne, hier Blumen und Blätter oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ostermotive habe ich gar nicht, fällt schon raus. Halloween fällt raus, stattdessen vielleicht irgendwie so gotische Formen und Bilder, keine Ahnung. Ich muss mich da noch ein bisschen drüber, ja, ich muss da noch ein bisschen drüber nachsinnen, aber das ist so das, was ich vorhabe. Ich zeige es euch jetzt mal, da passen alle drauf. Da passen die großen drauf, die würde ich vielleicht sogar dann eher so anordnen. Und dann passen hier die kleinen drauf. Kann man so anordnen oder eben so. Ich weiß es noch nicht. Ich denke mal, ich gehe eher so in Querformat. Hat die einer von euch? Ich habe die mal gezeigt. Hat die einer von euch? Die waren ganz zu Anfang. Ich muss mal gucken, ob es die noch gibt auf Amazon. Wenn ich die finde, setze ich euch die mal rein. Das waren mehrere Sets ganz am Anfang. Auch so florale Geschichten. Genau, floral wäre dann ein Thema. Ich habe die gar nicht mehr sauber gemacht. Ja. Also richtig Monstermotive, relativ groß. Also nicht mehr so filigran. Das waren eine meiner ersten. Und ich habe sie gefeiert, weil sie so groß waren. Genau. Also wie gesagt, so möchte ich das machen. Weihnachtliches kann ich machen, weil weihnachtliches Stamping habe ich an Schablonen da. Ja, und dann muss ich halt mal gucken. Und dann, um das hier dann wirklich zu thematisieren, habe ich mir Folgendes gekauft. Ich habe lange gesucht, habe es endlich gefunden. Und zwar sind das solche, ja, für Bilderrahmen oder so. Man kann auch hier mit anderen Sachen noch machen. Acrylic Sheet oder Sheets in Mehrzahl. Und die sind quasi durchsichtig, wenn ihr jetzt hier die Folie abmacht. Ich mit meinem verletzten Daumen wieder. Ja, mir platzen wieder die Fingerkuppen auf. Es ist wieder soweit. Und ich komme nicht dazu, meine kompletten Nägel zu machen. Weil ich auch gerade wieder Experimente fahre. Deswegen bin ich mal mit Nagel, mal ohne. Krieg's doch nicht runtergezogen. Ich möchte es jetzt aber auch nicht zerkratzen. Ist da wieder blöd. So, ich hab's. Wohl dem der Handschuh trägt. Also ist auf beiden Seiten so eine Folie drauf. Die sind halt nicht ganz günstig. Ich fand die eigentlich echt teuer. Dafür, dass es nur Plastik ist. Kunststoff, Acryl, Scheiben, keine Ahnung. Okay. Sieht aus wie Glas. Mal gucken, wie lange es hält. Und dann wollte ich die mir hier so reinsetzen. Könnt ihr das jetzt sehen? So reinsetzen. Und dann halt hier dann jeweils die Beschriftung. Weihnachtliche Designs oder. Könnt ihr mir folgen? So. Und dann habt ihr mehrere Platten hintereinander oder man kann sie dann auch hochkant stellen. Da muss man halt gucken, weil ich bin jemand, ich dotze dann irgendwie dagegen. Ich würde es dann eher so machen. Aber dann habt ihr das in Fächern nochmal unterteilt und seht genau, aha, weil hier würde man das nicht sehen unbedingt in den Zwischenräumen. Deswegen dieses größere. Wer jetzt geizig ist wie ich, der könnte das noch halbieren. Muss man halt mit einer guten Schere einmal durch oder mit einem scharfen Messer, keine Ahnung. Könnte man das nochmal halbieren, dann würde das auch noch klappen. Also aus einem zwei machen. Ich bin wieder der Geizhals. Gell? Ich muss wieder gucken, wie ich alles nochmal verdoppeln kann für mich. Und dann wollte ich die halt nacheinander so einsetzen und eben dann dementsprechend schneller finden können. So ist es, genau. Das war so mein Vorhaben. Und ja, das wollte ich euch einfach mal mitgeben, weil vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Also ich würde das hier dann versuchen für euch im Infotext unten zu verlinken. Ich habe lange danach gesucht. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vor Gebrauch. Ja, das haben wir verstanden. Und hier waren jetzt 10 Stück drin. Also wie gesagt, ich gucke mal, ob ich das geschnitten bekomme. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fächer. Es wird natürlich nicht reichen. Es ist jetzt erstmal ein Ausprobieren gewesen. Genau. Also das sind wie gesagt diese Plexiglas oder ja, für Bilderrahmen. Haut's rein oder ich hau es euch unten rein, dann kommt ihr direkt hin. Und dann spuckt ja Amazon ja sowieso immer noch irgendwelche anderen zusätzlichen Möglichkeiten aus. Genau, so hatte ich das vor. So sieht es hier gerade aus. Bisschen Rausch. Ja, also ich habe das ja immer hier liegen gehabt, meine Heftchen mit dem Schablönchen drin. Gut, es hat auch immer gut hingepasst, keine Frage. Ist ein bisschen dunkel, gell, Ladies? Oh je, diese Lichtverhältnisse. Immer.
So, mal gucken, ob es so besser geht. Ja, und wie gesagt, dann wird das hier rausgehen. Das ist noch meine Fusselrolle. Und dann möchte ich die halt hier gerne, das wird auch umgestaltet. Dann wird das hier alles rausgenommen. So, ich zeige es jetzt nur mal so, damit ihr es einmal sehen könnt. Ich muss auch mal gucken, wie viele hier reinpassen. Das weiß ich ja auch noch nicht. So, also. Ja, ich muss gucken. Also das wird echt eine lustige Geschichte hier wieder, bis ich hier fertig bin. Also man könnte es jetzt so, aber ich werde es eher so machen. Das ist noch so ein Klebchen. Das müsste ich vielleicht schon mal putzen. Jetzt fliegt mir gleich mein Stampingbuch aus der Hand. Ja, und hier passen dann... Ja, wie gesagt, es ist sinnvoll, wenn ich das halbiere. Ich stelle das mal hoch, um einfach zu gucken, wie viel passen hier rein. Ich habe halt hier vorne noch Platz. Da könnte ich dann meine Büchelchen wieder reinstellen, wenn ich denn dann immer noch der Meinung bin, die dürfen weiterhin hier zu Hause sein. Könnte ich dann noch machen. Weil andersrum ergibt es, glaube ich, nee, nicht wirklich Sinn. Dann müsste ich alles hochkant. Wartet. Ja, das ist halt, das kennt ihr, ne? Dieses Ausprobieren. Gut, es wären jetzt 1, 2, 3. Und dann hatte ich ja noch ein viertes. Dann könnte ich das so machen. Das hieße dann so rum. Da muss ich gucken. Da müsste ich hier noch einen hinbekommen und da noch eine. Okay, aber ich gucke jetzt erstmal, seht ihr, so ist das mit der Raumaufteilung. Man muss halt immer erst ausprobieren. Ja, ich glaube, dann würde ich es eher so machen wollen. Aber das wird hier echt eng. Also. Weil dann schiebt man die halt ein bisschen weiter rüber. Ja, ich glaube, ich werde die hier irgendwie halbieren. Das ist besser. Hier diese Teile. Die werde ich halbieren. Das ist, ja, so werde ich es machen. Dann kann ich mir hier noch zwei dazu kaufen. Und dann kommen die Schätzchen. Können Sie einfach mal so probieren. Also mit dem großen da hinten wird es schwierig. Also die Umverpackung würde ich abmachen, ist klar. Das würde ich abmachen. Das würde ich dann so nicht lassen, gell? Und dann würde ich sie vielleicht sogar hier eine Reihe, die großen, nicht mixen. Und die kleineren dann hier hin und dann klappt das. Ich glaube, das wird gut. Ja, ihr Lieben, ich glaube, es wird gut. Also wer Interesse hat an diesem Teil, wie gesagt, ich packe es euch in die Infobox. Ich würde das jetzt erstmal ein bisschen ja, belabeln und zurechtschneiden. Und ich zeige euch nachher, wie weit ich gekommen bin und wie es ausschaut. Ich glaube, so verbleiben wir jetzt erstmal. Genau, ich habe jetzt erstmal was zu tun. Ich will euch nicht langweilen. Also bis dann. Ja, ihr Lieben, also ich habe das jetzt mal aufgeräumt und sortiert mit diesen Fächern, mit diesen Make-up-Trennern oder ja, Aufbewahrungssystemen. Und so sieht mein Trolley jetzt im ersten Fach aus. Ja, was soll ich sagen, ich bin nicht zufrieden. Es sieht zwar aufgeräumt aus, aber es sieht so leer aus. Ja, eigentlich wollte ich das ja auch, dass es geordnet ist. Ich fahre mal ran. Also diese Plexiglas-Teile hier, bitte nicht schneiden. Ich zeige euch mal das Beispiel, wo ich es kaputt gemacht hatte. Hier, da kann man das sehen. Das. Wartet mal, ich guck mal, könnt ihr das sehen? Seht ihr das? Da ist ein Riss drin. Das kam vom Schneiden. Es hat dann Knacks gemacht und dann war die Sache gesprungen. Was soll ich sagen? Ist passiert. Maritim steht hier drauf. Kriegt ihr das? So vielleicht. Das ist ja echt blöd hier. Durchsichtiges Filmen ist blöd. Also ich habe... wartet mal, wie mache ich denn das für euch sichtbar? So. Ich habe herbstlich, ich habe maritim, ich habe winterlich genommen. Also hier ist herbstlich, dahin ist tierisch, maritim, winterlich, herbstlich. Da bin ich noch im Überlegen und hier bin ich auch noch nicht so weit. Ich habe die meine Lieblingsstamping-Schablonen wieder in die Verpackung gepackt. In die Verpackung gepackt, auch nicht schlecht. Ja, weil ich dann, ja, ich komme irgendwie damit besser klar.
weil ich ja weiß durch die Verpackung, was was ist. Und hier muss ich dann doch wieder suchen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Es ist eine gute Sache, es sieht aufgeräumt aus, aber suchen müsst ihr in den Kapiteln oder in diesen Abteilungen immer noch euer entsprechendes Motiv halt. Das ist der Nachteil. Ja, witzig. Also man denkt immer, es wäre alles gut durchdacht und dann, ja, keine Ahnung. Funktioniert es dann doch nicht so einfach, muss ich sagen. Aber ich lasse es jetzt erstmal so. Ich habe die anderen beiden zurückgelassen. Es ist ja nicht so, dass Andrea sich nicht auch das Gesicht schminkt. Gell? Ich habe ja auch diese typischen Make-up bzw. Eye Shadows in ihren Verpackungen, wo die eigentlich hereingehören. Vielleicht werde ich sie einfach in mein Bad packen. Dann ist es da aufgeräumter. Aber ich finde es schon aufgeräumt, aber ein bisschen schwierig, weil ihr müsst dann halt suchen. Da müsste man irgendwie wieder sein Gehirn trainieren, wo was ist in der Reihenfolge. Oder man nimmt es halt so, wie ich jetzt vorhabe, erstmal alles raus und dann guckt man einmal durch in dem entsprechenden Kapitel oder in den entsprechenden Aufteilungen und sucht sich dann seine Platte raus. Ich denke mal, es liegt wieder an der Sache des Menschen, seiner Gewöhnung. Also wir sind ja Gewohnheitstiere. Das ist wahrscheinlich so das Hauptproblem, beziehungsweise dass man da eine Gewohnheit und eine Routine reinbekommt. So, ihr Lieben. Alles andere ist geblieben. Ja, also weiter komme ich jetzt nicht, weil mein Mikro gleich hier das Kabel reißt. Ich brauche unbedingt so ein Wireless-Teil. Ja, und ich würde sagen, ich beende hiermit die Reise mit meinem Stamping-Trolley und der neuen Aufbewahrung. Mal sehen, was ich mir als nächstes so einfallen lasse, was so Organizing, Organisation im Nagelzimmer betrifft. Nehme ich euch gerne wieder mit, wenn es euch gefallen hat. Ja, packt es bitte in die Kommis rein, dass ich Feedback bekomme. Und ansonsten würde ich sagen, ja, räumt doch auch ein bisschen um. Es macht schon Spaß, wenn man mal wieder bewusst wird. Oh ja, du hast eigentlich genug und dennoch sind mir wieder Platten eingefallen, die andere besitzen, die ich wieder nicht habe und wo ich denke, naja, so ein bisschen Halloween darf einziehen. Wenn da Anfragen kommen, ich stehe da, es tut mir leid, ich kann dir da nicht weiterhelfen. Ich habe im Moment geguckt, weder Sticker noch irgendwas an Stamping, es sei denn, es ist so in die Gothic oder Gothic. Ja, in diesem Bereich habe ich ja zwei, aber das reicht nicht aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, könnte sein, dass da nochmal was einzieht. Das wird dann aber wahrscheinlich ein Einkauf bei Shein. Vielleicht verfilme ich euch den wieder. Mal schauen. Gut, ich würde sagen, bis hierhin und nicht weiter, ihr Lieben. Ihr bleibt in eurer Mitte. Ihr schafft euch eure Wohlfühloasen. Und wir sehen uns wieder zu dem einen oder anderen Video bei mir beim Nagelkunstradio. Von und mit mir, Nails, Coffee and Tea. Bis dahin herzlich euch. Tschüss. Thank you.